Wie berichtet, wird Elimination Chamber als WWE Network Pay-Per-View am 31. Mai zurückkommen. Eigentlich sollte am gleichen Abend ein Live-Event der WWE stattfinden, dies wurde jedoch abgesagt, deutet aber auch auf die Kurzfristigkeit der Entscheidung hin, den Pay-Per-View wieder zurückzubringen. Zu Elimination Chamber wurden nun einige Informationen bekannt. Es wird Ende Mai am Sonntag in Corpus Christi stattfinden, dies liegt in Texas. Und es sind einige Matches bisher fest bestätigt. Ein Tag Team Championship Elimination Chamber Match mit 6 Tag Teams und ein Elimination Chamber zwischen 6 Superstars um den vakanten Intercontinental Championship. Des Weiteren werden der US und auch der WWE World Heavyweight Title verteidigt, jedoch nicht in der Chamber, sondern in einem ganz normalen Match, gegebenenfalls noch eine Stipulation. Daniel Bryan hat bei Raw verletzungsbedingt seinen IC-Title vakantiert. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. Ein paar Wochen, ein paar Monate, sogar ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen. Ob er je wieder richtig fit wird, werden wir in der kommenden Zeit sehen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute dabei. Get well soon. Bei Raw wurden die Zuschauerreaktionen mal wieder überarbeitet. Die Reaktionen von Bray Wyatt und vor allem von Daniel Bryan sollen runtergepegelt sein, vor allem während dem Entrance. Ein plausibler Grund dafür ist noch nicht bekannt. Big Show wird in ein paar Wochen vermutlich zurück im TV erwartet. Nach dem Last Man Standing Match bei Extreme Rules wurde er nicht mehr gesehen, außer ihm stehen übrigens noch Paige und The Miz nach ihrem Filmdreh vor einer Rückkehr in die TV-Shows. Es wird berichtet, dass die WWE überlegt, Bray Wyatt face zu turnen, da er immer noch stetig seine Supporter hat und teils gute Reaktionen erhält. Allerdings ist dies noch nicht der richtige Zeitpunkt für den Turn und man will damit noch abwarten. Die Elimination Chamber wurde deswegen abgeschafft, da es durch einige Renovierungen in den Arenen nahezu unmöglich sei, eine so schwere Struktur in den Hallen zu befestigen. Diese Renovierungen wurden im American Bank Center in Corpus Christi, wo ja dieses Jahr Elimination Chamber stattfindet, noch nicht getätigt und so kann man die Chamber dort problemlos befestigen. Die New Age Outlaws wurden bei Raw von den Primetime Players verspottet. Billy Gunn kündigte nun eine mögliche Rückkehr des Teams an und eine Fehde gegen Titus O'Neil und Darren Young zu starten. WWE Diva Layla und Ricky Ortiz, ein ehemaliger WWE Wrestler, sind seit kurzem ein Liebespaar.